Eine ganze Armada von Fahrrädern rollt über den Boulevard unter den Linden. Nicht nur auf der Straße in Berlin-Mitte drängen sich die Fahrradfahrer. In der Bundeshauptstadt gibt es mittlerweile angeblich doppelt so viele Fahrräder wie Autos. Das führt zu Problemen, vor allem mit anderen Verkehrsteilnehmern. Sag mal, gefährlich ist relativ. Aber es gibt Situationen und auch Orte in Berlin, die meide ich grundsätzlich, weil sie wirklich gefährlich sind. Im vergangenen Jahr sind 10 Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen in der Hauptstadt ums Leben gekommen. Hunderte Fahrradfahrer wurden schwer verletzt. Zu viele beklagt die Bürgerinitiative Volksentscheid Fahrrad. Im Vorfeld der Abgeordnetenhauswahl hat sie einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Sie fordert unter anderem 350 Kilometer Fahrradstraßen, 2 Meter breite Radwege an Hauptstraßen und hat für ihre Vorschläge in kurzer Zeit mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt. Der Initiative zufolge würde die Umsetzung der Forderung 320 Millionen Euro kosten. Die Verwaltung geht dagegen von 2 Milliarden Euro aus. Der scheidende Senat der notorisch klammen Stadt hat ohnehin andere Pläne. Unser Schwerpunkt liegt aber auf dem öffentlichen Personennahverkehr und einer entsprechenden Kombination mit Fahrradverkehr und Fußgängerverkehr. Und auch den Autoverkehr wollen wir in der Stadt nicht völlig vergessen. Grüne, Linkspartei und die Piraten unterstützen die Ziele des Radentscheids. SPD und CDU sind dagegen. Werden die Wünsche der Radfahrer nicht freiwillig umgesetzt, droht die Initiative mit einem Volksentscheid. Ausgerechnet zur Bundestagswahl im kommenden Jahr.